Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Blacks Fazit. Heute kommen insgesamt 4 Folgen, die Blacks Fazit Folge und dann später noch die Let's Plays von Assassin's Creed, von Battle for Westeros und von Mass Effect. Bei diesem Part von Blacks Fazit gehen wir auf ein Spiel ein, das wir erst Ende letzter Woche beendet haben, das also noch sehr neu ist, sagen wir mal, bei uns. Es geht um das Spiel Dinosaurs A Prehistoric Adventure. Es ist ein Spiel aus dem Jahre 2017 von dem Entwickler Ich hab mir das aufgeschrieben, aber ich muss nochmal lesen. Acupion Art, glaube ich. Also es wird Acupion geschrieben. Ist ein Indie-Spiel. Ich würde es als Rollenspiel oder als Simulation beschreiben. Man spielt einen Dinosaurier in einer postapokalyptischen Welt. Da hat man verschiedene Sachen zur Auswahl und die Hauptaufgabe ist es, mutierte Monster zu besiegen. Das macht, durchschaltet man weitere Saurier zum Spielen frei. In dem Fall mache ich es wie beim letzten Blacks Fazit Part. Das heißt, es gibt hier nur Gameplay-Grafik und sonstiges, keine Story, weil es gibt in diesem Spiel keine wirkliche Story. Aber dazu komme ich später nochmal genauer drauf. Fangen wir also mit dem Gameplay an. Was finde ich gut bei Dinosaurs? Gut finde ich, es gibt wirklich viele Saurierarten. Wir haben 15 verschiedene Saurierarten. Manche sind bekannter, also manche sind wahre Klassiker. Triceratops, Tyrannosaurus zum Beispiel, Stegosaurus und Ankylosaurus zum Beispiel, Utahraptor zum Beispiel. Andere sind dagegen eher unbekannt, zum Beispiel der Tercinosaurus oder zum Beispiel hier fällt mir da spontan noch ein, welcher unbekannter ist. Ja, jetzt muss ich überlegen, die meisten sind halt eher bekannt, aber Iguanodon zum Beispiel ist nicht unbedingt bekannt, Utahraptor ist nicht unbedingt bekannt. Der Apalachosaurus ist unbekannter. Also es gibt sowohl welche, die man kennt, als auch welche, die man nicht kennt und die... Das ist wirklich cool, dass man eine große Auswahl hat. Was ich noch cool finde, ist, dass es relativ realistisch ist. Es ist, wie gesagt, eine Simulation. Das heißt, man tut fressen, man tut trinken und eben man hat die Kämpfe. Und die sind bei den meisten Arten sehr gut gegliedert, was das Fressen und Trinken angeht. Man hat da immer so Leisten und die sind halt je nach Art unterschiedlich lang und je nach Art gehen die auch unterschiedlich schnell leer. Und man sollte es am besten nie dazu kommen lassen, dass sie leer gehen. Wenn eine auf leer ist, dann hat der Dino irgendeinen Schwächeeffekt. Zum Beispiel, wenn er maximalen Hunger hat, dass er dann nicht mehr blocken kann. Beziehungsweise einfach sein Block total geschwächt wird. Wenn er durstig ist, dann war es Verringerung der Geschwindigkeit. Wenn beides ist, verliert er langsam Leben und kann halt auch sterben. Auch die Geschwindigkeit von den meisten Sauriern ist nicht schlecht. Manche sind zwar wirklich enorm langsam, ist aber meistens auch, ob der Größe auch realistisch. Manche sind zu schnell. Der Cerato zum Beispiel ist der schnellste Dino, obwohl wir einen Raptor haben. Also es gibt Ausnahmen, aber meistens finde ich es relativ realistisch. Was ich noch gut finde, zumindest mir ging es so, dass mir das Spiel immer Spaß gemacht hat. Auch wenn es nicht einfach ist, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Das Spiel ist nicht leicht, man kann sehr schnell sterben, je nach Saurierart natürlich. Gerade zu Anfang, wenn man noch nicht genau weiß, worum es geht, kann man sehr schnell sterben. Später ist es ein bisschen einfacher, aber selbst da muss man aufpassen. Und der Punkt ist, mir hat es trotzdem immer Spaß gemacht. Klar, manche Kämpfe, gerade gegen Mutierte, bringen einen zur Verzweiflung. Aber ich hatte trotzdem immer Bock, das Spiel zu spielen. Vielleicht deswegen, weil ich Dinos so mag. Vielleicht auch allgemein, weil mich das Spielprinzip ziemlich gut finde. Ich glaube, es ist eine Mischung.
Was finde ich beim Gameplay nicht so gut? Ich habe es gerade eben schon gesagt, die Schwierigkeit ist manchmal ziemlich stark. Gerade bei den Mutierten ist die Schwierigkeit manchmal, sagen wir, seltsam. Weil manche Mutierte sind abartig stark. Ich erinnere zum Beispiel an den mutierten Uteraptor, einen sehr frühen Mutierten, der auch im ersten Gebiet ist. Und da man zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel Dinos zur Verfügung hat, einen sehr, sehr schnell töten kann. Ich erinnere an den mutierten T-Rex, der war bei uns noch der letzte Mutierte und da waren wir geübt, hatten bis auf ihn alle Arten und haben trotzdem 5 Versuche gebraucht. Und manche Mutierten gehen für meinen Geschmack zu leicht, der mutierte Triceratops zum Beispiel. Gerade mit Brachiosaurus hatten wir da eine Mutantenkiller-Folge, wo wir echt einer Folge 3 Mutierte getötet haben. Und nur einer der 3 hat uns ernsthaft in Schwierigkeiten gebracht. Obwohl der Brachio jetzt nicht unbedingt die stärksten Kampfwerte hat. Klar, er hat am meisten Leben. Aber weder ist er besonders schnell, noch macht er unbedingt viel Schaden. Beim Schaden ist er so mittelmäßig. Deswegen, ich finde die Schwierigkeit manchmal ein bisschen seltsam bei diesem Spiel. Was ich noch schade finde, ist, dass die Dino-Arten, es sind wie gesagt 15 verschiedene Arten, sich leider oft nicht wirklich unterscheiden. Im Grunde kann man die meistens einteilen. Pflanzenfresser zum Beispiel sind in der Regel Tanks. Nicht alle, aber in der Regel, dass sie eher langsam sind, eher mehr Leben haben, meistens den Rüstungsbuff haben. Fleischfresser sind in der Regel welche, die eher weniger Leben haben und dafür dann größeren Schaden austeilen. Allgemein sind alle Arten von den Eigenschaften her gleich. Jede Art hat ein Mindestum- und Maximum Schaden. Jede Art hat eben eine gewisse Gesundheitsanzeige, eine gewisse Geschwindigkeitsanzeige. Jede Art kann den Sprungangriff und jede Art kann den Stun, der sehr wichtig ist. Und jede Art hat eben einen gewissen Buff, entweder auf Rüstung, auf Angriff oder auf Schaden. Und eben diesen Herdenruf, der aber nicht funktioniert hat im Spiel. Weiß ich nicht, woran das liegt. Das haben wir im Spiel auch in den letzten Parts getestet. Also leider sind die Arten halt oft ziemlich ähnlich. Das macht ein bisschen das Feeling kaputt. Und das dritte, was ich beim Gameplay nicht so gut finde, ist das mit der Nahrung. Die ist nämlich teilweise sehr, sehr seltsam. Weil als Fleischfresser zum Beispiel hat man mit der Nahrung absolut kein Problem, weil nach jedem gewonnenen Kampf kriegt man Fleisch. Und selbst wenn man nicht mehr kämpft und so viel Glück hat, überall liegt Fleisch rum. Sowohl als zum Beispiel toter Brachio, als auch als Fleischstück. Mit Pflanzenfressern hat man es da deutlich schwerer. Da gibt es ja 2 verschiedene Arten. Da gab es die, die von Bäumen sich ernähren und die, die sich von Sträuchern ernähren. Gerade als Baumfresser hat man Probleme, Bäume zu finden. Ich hatte da große Probleme. Als welcher, der von Sträuchern frisst, nicht ganz so schlimm, aber selbst da ist es mir manchmal aufgefallen. Mit dem Stegosaurus zum Beispiel sind wir im Let's Play gestorben, wegen Hunger und Durst, weil wir einfach nichts gefunden haben. Gut, das war der langsamste Dino, aber trotzdem. Deswegen, die Nahrung ist manchmal ein bisschen strange. Kommen wir zur Grafik. Gut, bei der Grafik finde ich die Wechsel zwischen Tag und Nacht. Also es gibt halt einen Tag-Nacht-Zyklus. Nachts hat man eine Nachtsicht, die man aktivieren kann, die dann so grau, ja, so grau-weiß ist. Die gefällt mir richtig. Die Sonnenaufgänge sind schön. Was ich noch bei der Grafik gut finde, sind allgemein die Geräusche, die sehr realistisch klingen. So Vögelgezwitscher, die Schritte, die Brüller von anderen Sauriern. Also entweder von einem selbst, wenn man eine Special aktiviert, oder halt von anderen. Sind bei jedem Saurier individuell und sehr schön. In dem Fall muss ich auch finde ich auch gut, dass man keine Musik hat, bis aufs Hauptmenü. Und im Hauptmenü muss ich die Musik hervorheben. Die passt sehr schön in das Thema rein, was schwer ist in diesem Fall. Weil Musik hätte einen da einfach nur abgelenkt. Deswegen finde ich es in dem Fall gut. Und was ich als drittes gut finde bei der Grafik, sind die Dino-Modelle. Und zwar durch die Bank. Klar, es gibt ein paar Modelle, die ein bisschen seltsam oder eintönig aussehen, aber in der Regel sehen die Modelle alle sehr gut aus.
basieren auch auf aktuellen Funden. Zum Beispiel, dass der Utahraptor Federn hat, gefällt mir sehr. Dass die Mutierten sich zwar nicht deutlich von den normalen Saunen unterscheiden, aber halt doch ein bisschen, gefällt mir gut. Und auch die Größe. Die Größe passt richtig schön. Im letzten Part hat man dann schon einen Vergleich mit Apalachiosaurus zu Rex zum Beispiel. Was finde ich bei der Grafik nicht so gut? Zum einen finde ich nicht gut, dass es keine Wettereffekte gibt. Es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel, aber sonst nichts. Das ist schade. Ich hätte es schön gefunden, wenn es zum Beispiel mal geregnet hätte oder wenn mal irgendwie es allgemein so, keine Ahnung, Naturkatastrophen zum Beispiel gegeben hätte, irgendwo welche so kleinen Effekte. Es scheint aber halt immer die Sonne. Das ist ein bisschen schade. Was noch doof ist, sind, dass man halt, gerade wenn man eine Weile spielt, merkt man das. Man ist nicht unbedingt, man kann sich nicht unbedingt frei bewegen. Also die ganze Welt spielt auf einer Insel, die überall eingegrenzt ist, durch Berge und teilweise auch durch unsichtbare Wände, die man leider sehr deutlich sieht, wegen der Wasserfärbung. Und das ist halt irgendwie, es ist jetzt kein großer Minuspunkt, aber es nimmt einem ein bisschen den Erforscherdrang, dass man dann nicht sieht, dass man dann genau sieht, dass man da nicht weiterkommt. Weil zum Beispiel ein Bäume im Weg stehen, die man, egal mit welchem Saurier, wo er dann vorbeigehen muss und nicht durchqueren kann, weil zum Beispiel Steine sind, die man nicht, wo an dem man nicht vorbeikommt, oder halt im Wasser teilweise unsichtbare Wände, die man halt deswegen so deutlich sieht, weil auf der einen Seite das Wasser hellblau und auf der anderen dunkelblau ist. Das ist ein bisschen schade. Das dritte, was bei der Grafik ein bisschen blöd ist, ist die Orientierung. Die habe ich im Let's Play öfters bemängelt, dass man sich nur schwer orientieren kann. Der einfache Grund ist, man hat keine Karte. Man hat keine Karte, man muss sich wirklich merken, wo die Dinos sind, wo ungefähr die Mutierten sind oder auch allgemein Dinos, wenn man sie sucht. Teilweise gibt es ja auch Herden. Und man kann zwar am Anfang, wenn man immer ins Abenteuer reingeht, bestimmte Gebiete auswählen, da muss man Checkpoints aktivieren. Das Problem ist, es gibt von diesen Gebieten dann immer nur ein Bild und man kann dieses Bild nicht zwangsweise zuordnen. Apropos, das habe ich noch zu gut gezählt bei der Grafik, erstens das war ein bisschen mehr. Ich habe trotzdem 3 positive und 3 negative, aber es fällt mir gerade noch ein bei den Wechseln oder bei der Umgebung. Es gibt verschiedene, was heißt Klimazonen? Es gibt verschiedene Orte, auf dieser Insel, die man halt schön unterscheiden kann. Es gibt eine Strandregion, es gibt einen Wald, es gibt einen Sumpf, es gibt Berge. Das finde ich auch schön. Das zähle ich jetzt zu Umgebungsgeräuschen, beziehungsweise allgemein zur Umgebung. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich bin auch gerade ein bisschen verplant, merkt man wahrscheinlich. Deswegen kann sein, dass ich das vorher vergessen habe. Ja, kommen wir zum Sonstigen. Also zu dem, was weder positiv noch negativ ist. Das erste, was ich beim Sonstigen gleich ansprechen muss und was wahrscheinlich vielen aufgefallen ist: Warum hat man keine Story? Ich sage deswegen das so direkt, weil es gibt Möglichkeiten, eine Story zu machen. Wenn man auf die Steam-Seite schaut, hat man sogar eine Art Hintergrundgeschichte. Nämlich, dass man in einer postapokalyptischen Zeit lebt, als Dinosaurier, wo giftige Sporen in der Atmosphäre freigesetzt wurden durch Naturkatastrophen. Und diese giftigen Sporen haben eben einige Saurier zu Monster mutiert lassen, eben die Mutierten. Und dann ist in der Hintergrundgeschichte ungefähr, dass man eben diese Mutierten töten muss, um diese Seuche aufzuhalten, bevor die komplett die Welt zerstört. Aber der Punkt ist, das weiß man nur von der Steam-Seite, im Spiel selber hat man keinen Hinweis darauf und das ist schade. Ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass man vielleicht Sachen findet, vielleicht irgendwelche, ich weiß nicht, vielleicht irgendwelche, nicht Manuskripte, aber irgendwelche Steintafeln mit Bildern vielleicht, irgendwelche Textstellen oder irgendwie sowas,
oder dass man vielleicht am Anfang, wenn man das erste Mal startet, so eine kleine Story hat, bevor man eben seinen Saurier auswählen kann, hat man halt im Spiel leider nicht. Ich werde euch in der Videobeschreibung auch den Link geben zu der Steam-Seite. Da könnt ihr nämlich bei, das ist halt auf Englisch, aber da könnt ihr beim Lore dann nochmal nachlesen, weil ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich weiß nur, dass es so eine Art Hintergrundgeschichte gibt. Und die ist halt leider im Spiel nicht eingebaut und ich verstehe das nicht ganz. Es ist nicht negativ, weil das Spiel, ich sehe es zumindest größtenteils als Simulator. Ein Simulator braucht nicht unbedingt eine Geschichte. Es fällt halt nur auf. Das zweite, was ich als weder positiv noch negativ gesehen habe, ist den Sprungangriff. Man hat mit jedem Saurier 4 Angriffsmöglichkeiten. Man hat einen Stun, mit dem man Gegner betäubt, der sehr wichtig ist, der auch je nach Saurier unterschiedlich schnell wieder braucht zum Aufladen. Nein, man hat 5 Fähigkeiten. Man hat die Spezialfähigkeit, die eben der Buff ist, entweder auf Rüstung, Schaden oder Geschwindigkeit. Man hat den schweren und den leichten Angriff und man hat den Sprungangriff. Und der Sprungangriff ist irgendwie seltsam, weil, ich weiß auch nicht, er macht keinen Schaden. Er ist nicht da zum Kämpfen, obwohl er Sprung, er heißt Jump Attack, obwohl er Sprungangriff heißt. Er ist nicht zum Kämpfen und das ist irgendwie komisch. Er ist im Spiel teilweise sehr nützlich, weil man kann, erstens, man kann ihn dauernd machen. Zweitens, man kann ihn mit jeder Art machen, was teilweise seltsam ist, was ich auch teilweise etwas komisch fand. Gerade bei größeren Sauriern sieht es einfach nur dämlich aus. Und drittens, man kann mit dem gut flüchten. Ist zum Beispiel bei mutierten Kämpfen sehr hilfreich, weil Saurier, egal ob mutiert oder nicht, die von einem Sprung getroffen werden, bleiben kurz einen Moment stehen, bevor sie einen weiterverfolgen. Ich frage nur ein bisschen die Entwickler, wozu? Klar macht es Sinn, eine Fluchtmöglichkeit zu haben, wenn alle Stricke reißen. Aber wieso gilt er dann als Angriff? Weil, wie gesagt, in meinen Augen ist es kein Angriff. Er macht keinen Schaden. Und wieso hat man, wieso sieht er überall gleich aus? Weil, wie ich schon sagte, gerade bei größeren Sauriern sieht er total dämlich aus. Klassisches Beispiel der Brachiosaurus, den ich auch im Let's Play, wo ich auch mich so ein bisschen drüber lustig gemacht habe. Weil gerade beim Brachiosaurus merkt man, dass dieser 5 mm Sprung bei einem 60 Tonnen Giganten sieht einfach nur dumm aus. Es passt einfach nicht. Und das fällt einem auch bei anderen Sauriern teilweise auf. Aber gerade bei großen eben besonders. Ja, und das dritte Sonstige, was mich ein bisschen irritiert, ist das Orten. Das ist eine Fähigkeit, über die auch jeder Dino verfügt, mit einer bestimmten Taste. Man kann also in der Anleitung, man hat nicht wirklich ein Tutorial, das finde ich übrigens auch nicht so gut, aber man hat eine Art Anleitung, die man da vorlesen kann und da wird vom Orten gesagt, ja, man kann damit Nahrung und Wasser aufspüren. Das Problem ist nur, im Let's Play, wo wir es mehrmals versucht haben, hat er immer nur Wasser angezeigt, das ist das eine. Und das zweite ist, irgendwie funktioniert es nicht so ganz, weil er zeigt zwar an, in so einem kleinen runden Kreis, ja, in der Nähe ist Wasser, aber nicht wo. Und dann ist es irgendwie für mich kein Ort. Ich verstehe nicht ganz den Sinn. Ich finde es nicht negativ, weil es ist eine nette Idee, es ist ein nettes Feature, es ist nur ein bisschen unnötig. Um zu einem Fazit zu kommen. Ich habe Dinosaurs sehr gerne gespielt. Ich bin ein Dinosaurier-Fan. Ich finde die Idee saugeil. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören. Zum Beispiel eben, dass man nicht wirklich eine Story hat. Das finde ich schade. Zum Beispiel, dass leider die meisten Dino-Arten sich sehr ähneln. Und man dann trotz viel Varianz nicht unbedingt das Gefühl hat, was Neues zu spielen. Schade ist auch, dass nach den Mutierten, wenn man die alle getötet hat, man nichts mehr zu tun hat. Und der Schwierigkeit ist manchmal echt frustrierend. Aber ansonsten, ich finde das Spiel, wie gesagt, ich mag die Grundidee. Ich finde es ist total cool, dass es ein Indie-Spiel ist, dass es kostenlos auch ist, weil man kriegt es über Steam kostenlos. Dass sich wirklich die Arten, dass die wirklich gut aussehen und dass sie sich an sich schon vom Spielgefühl unterscheiden.
halt nicht von dem, wie sie funktionieren, aber vom Spielgefühl her eigentlich schon. Das finde ich ziemlich cool. Ich würde dem Game insgesamt von 5 Sternen, von 5 Punkten, 4 geben. Das mag, wie gesagt, ich mag da ein bisschen dadurch getrieben sein, dass ich halt die Nüsse sehr mag. Es war für mich nie langweilig, es zu spielen, obwohl es halt nach einer Weile immer dasselbe ist, aber trotzdem war es für mich nie langweilig. Aber mehr kann ich nicht geben. Also 4 ist wirklich wahrscheinlich auch schon zu viel. Vielleicht ist auch nur 3,5 Sterne. Unter 3,5 Sternen würde ich es nicht geben, weil dafür finde ich das System und das Gameplay zu gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mehr kann ich nicht geben, weil es halt einige Sachen gibt, die nicht so gut sind. Aber insgesamt finde ich dieses Spiel wirklich... Man kann, also gerade wenn man Dino-Fan ist, finde ich, man sollte es durchaus mal spielen. Gerade wenn man Dino-Fan ist, ist es sicher ein Blick wert. Es sind jetzt nur 20 Minuten. Ich hoffe, es war jetzt nicht so kurz. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind und ich weiß auch jetzt nicht, ob ich alles genannt habe, weil ich habe die jetzt eher schnell gemacht. Natürlich danke ich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wie gesagt, später noch zu den normalen Let's Play-Folgen. Und beim nächsten Mal bei Relax Fazit wird ja dann wahrscheinlich auch wieder ein Spiel kommen mit Story. Das heißt, da wird man dann auch wieder ein bisschen mehr drauf eingehen können. Und wie gesagt, den Link zur Steam-Seite stelle ich euch in die Videobeschreibung, damit ihr das nachlesen könnt. Es ist halt auf Englisch. Das Spiel an sich ist auch auf Englisch. Aber im Spiel ist halt die Sprache nicht wirklich wichtig, muss man sagen. Weil wahnsinnig viel Text gibt es nicht. Der wirklich einzige Text, den man eigentlich so gesehen hat, ist die Anleitung. Und halt die Menüpunkte im Spiel selber hat man, mein Gott, man hat den Namen, aber der Name wäre im Deutschen und Englischen sowieso gleich. Man hat halt das New Dinosaur unlocked, wenn man Mutierten tötet, aber das weiß man halt, was es bedeutet. Wirklich das Englisch stören tut nicht. Okay, wir sehen uns später wieder, wenn ihr möchtet. Ich wäre froh, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann bei Blacks Fazit nächsten Freitag wieder. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.